Herzlich willkommen, liebe Leute, auf meinem Kanal zu Factorio. Etwas ganz Bestimmtem. Ich werde gleich eine Menge zu dem Spiel erzählen. Ich nehme mal kurz das Mikro etwas näher ran, damit ihr mich überhaupt verstehen könnt. Und wir werden jetzt erstmal ein neues Spiel starten. In der Kampagne ist das quasi so das Tutorial und dann gibt es hier so ein paar vorgefertigte. Also quasi dasselbe wie normales Szenario. Nur eben mit ein paar Einschränkungen und Zielen, die erfüllt werden müssen. Also spielen wir einfach das ganz normale Szenario. Und zwar, ich werde jetzt hier ein bisschen einstellen. Und zwar, wir wollen, ach komm, es ist fürs, ne? Fürs Let's Play, da muss ich ein bisschen, was heißt Let's Play? Ich werde, ja, ist egal. Mal erklären wir später. So, Rohöl machen wir selten. Da so weit kommen wir sowieso nicht. Ja, Steine ist okay. Feindbasen brauchen wir jetzt auch nicht. Erkläre ich auch später. Größe und Menge. Verdammt, das ist falsch. Nein, Moment. Ich habe das falsch gemacht. Ah, sehr gut in der ersten Folge schon failen. Ich wollte gar nicht groß. Hier muss eigentlich nur volle Pulle. Menge, genau. Denn das ist, wie viel da im Endeffekt abzubauen ist, sodass wir nicht nach einer Minute neues Erzfeld angraben müssen. Das wäre jetzt ein bisschen semi-optimal, das ist auch eher der Hardcore-Modus. Man spielt sowieso theoretisch eigentlich vom Prinzip her nur mit einem großen Feld und fertig. Erkläre euch das gleich. Ansonsten müssen wir nichts einstellen, soweit ich weiß. Wir müssen wahrscheinlich mehrmals eine Karte generieren. Denn, warte, wie geht das weg? Tab. Wir müssen erstmal gucken, wie es so aussieht. Okay, hier ist Erzkohle. Nein, wir können sogar hier bleiben tatsächlich. Oh, das ist wirklich sehr große Erzfelder. Okay, merken fürs nächste Mal, nicht so große Erzfelder. Wir können direkt hier bleiben, ich erkläre das Spiel. Man ist hier dieses komische Männchen und muss von diesem Planeten fliehen. Man kann von diesem Planeten fliehen, indem man eine Raketenstartbasis oder Raketensilo oder Raketenabschussbahn, irgendwie sowas heißt das. Ja? Das muss man ganz am Ende bauen. Das Spiel hat sich, wie ich sehe, schon etwas verändert. Ist schon ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. Die ganzen Sachen. Boni? Noch keine Boni erforscht. Okay. Die ganzen Sachen. Und die Panels hier oben, die Tabs, gab es nicht. Spielt auch keine Rolle. Im Endeffekt muss man jetzt. Um erstmal das Spiel zu erklären. Mensch, das ist wirklich eine Menge, deswegen bin ich überfordert, wie ich anfangen soll. Tut mir leid. Also. In diesem Spiel geht es um Automatisieren. Ganz klar, dass es. Das Spielprinzip, man muss seine Basis automatisieren. Man muss irgendwann nicht mehr, wie ich jetzt hier, so Erz farmen. Ja, okay, das, was ich hier mache, ist sowieso bescheuert. Auf E öffne ich das Menü. Wir stellen erstmal eine Spitzhacke her. Sonst fahren wir uns hier dumm und dämlich. Also, das nicht, dass wir die ganze Zeit hier so Erz farmen müssen. Das würde ewig dauern. Irgendwann stehen wir einfach nur irgendwo und lassen den ganzen Scheiß zu uns kommen. Ja, einfach alles her damit, alles zu mir, wie man es gerne im echten Leben hätte, lass die Kohle einflattern. Ja, und da wollen wir später hin. Ich werde so schätzungsweise 3, vielleicht maximal 4 Folgen machen, aber wir werden da nicht so weit kommen. Also wir kommen schon zu dem hin, wo es ein bisschen automatisiert ist, aber der Kern des Spiels und das, was das Spiel wirklich gut macht, ist halt, dass man die Feinheiten später, das Justieren, das überall gibt es noch Stellschrauben, was es ein bisschen optimaler macht, ne? Dieses Optimieren ist ein ganz großer Faktor, der einen so bei der Stange hält und das macht es auch wirklich aus, immer einen Ticken besser umzubauen, wieder anders zu bauen, weil es dann ein bisschen optimierter läuft und alles, um an mehr Ressourcen zu kommen und schneller und alles Mögliche. Und darum geht's, so weit werden wir nicht kommen, so weit werden wir never ever kommen. Hier kann man auch Bäume mitnehmen, da brauchen wir auch ein paar von. Wir werden so gucken, dass wir überhaupt irgendwie eine halbwegs vernünftige Produktion hinkriegen. Das ist das, wo wir uns drauf fokussieren können in dieser Reihe hier. Deswegen legen wir einfach mal los, wir haben ja nicht viel Zeit. Und wir fangen mal an. Okay, wir haben hier diese, also auf E ist hier erstmal das vorerstige Baumenü. Ja, man kann auf F... Auf T, glaube ich, war es. Ja, sehr gut. Oh, da gibt es ein bisschen mehr Sachen als früher. Kann man jetzt hier Sachen erforschen. Ja, das ist hier einer und der hat noch viele Trees und da kann man dann
alles Mögliche erforschen. So als Beispiel, was relativ wichtig am Anfang ist, ist Logistik. Ja, da bekommen wir dann, wenn wir das erforscht haben, das braucht 20 von diesen Wissenschaftspunkten, die muss man dann in so ein Wissenschaftslabor packen und dann wird das erforscht. Dann kann man auswählen, was man erforscht. Da kommen wir auch noch zu heute. Also heute nicht, aber obwohl, ich weiß noch nicht, wie viele Folgen ich am ersten Tag raus soll, vielleicht zwei. Müssen wir mal gucken. Aber man kann unterirdische Fließbänder bauen, so dass man, weil die können sich hier nicht überkreuzen, die Fließbänder. So, oder es geht, aber das wäre ein bisschen blöd. Und wie gesagt, unterirdisch, ne, dann kann man halt, geht da rein, runter und da wieder raus. Im Endeffekt, so sind die. Dann gibt es noch hier die Schnellengreifarme, die gehen ein bisschen schneller. Man macht nämlich alles über Fließbänder in diesem Spiel, das sollte ich vielleicht auch noch erklären. Alles läuft über Fließbänder. Mit Greifarmen wird alles von da nach da transportiert, in die Kiste rein, von der Kiste raus, darüber, unterirdisch durch zum nächsten Ding. Das kreuzt irgendwo, damit das auf der. Also es gibt zwei Seiten immer auf dem Fließband. Also es gibt mehrere Fließbandgrößen, aber ich sag mal, auf dem normalen Fließband gibt es dann immer die linke und die rechte Seite und je nachdem nimmt der Greifarm das da runter und so. Also das ist schon ein bisschen kompliziert. Teiler-Fließbänder kenne ich nicht. Quasi aufteilen. Da geht ein Fließband rein und zwei kommen hinten wieder raus und die Menge da drin wird gesplittet, so zur Hälfte aufgeteilt im Endeffekt. Man könnte es auch mit Greifarmen machen, so, aber das spart ein bisschen Strom und ist auch, wenn man weiß, wie viel man braucht und nicht weiß, wie viel die Greifarme transportieren, ja, ist es so. So, also, was ist die Herausforderung in diesem Spiel? Also mal abgesehen von dem Spielprinzip, was eine Menge Spaß macht, gibt es auch Gegner in diesem Spiel. Wir haben gerade schon gesehen, ich rede eigentlich nur, ich müsste eigentlich schon bauen. Wir können ja einfach mal, ich kann ja was machen, ja, was bauen. Wo baue ich denn überhaupt hin? Das ist eine gute Frage. Komm, wir lassen das von hier runterfließen. Ich kann ja schon mal machen, in der Zeit passierte dann schon mal irgendwas. Ja, hier machen wir jetzt die Kohle rein, die wir haben. Wir haben ein bisschen Holz gesammelt, damit können wir eine Kiste herstellen. Die Kiste stellen wir davor, damit das alles theoretisch hier reinkommt. So, jetzt lassen wir den erstmal arbeiten und lassen uns Kohle farmen. So, und ich erkläre das Spiel weiter in der Zeit. Also es gibt hier auch Gegner, das haben wir am Anfang gesehen. Wir konnten was mit in der Gegnerbasen ausbauen. Wir machen hier eine Air Pollution, also eine Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung, wird mit der Zeit von uns generiert. Es gibt mehrere Stromarten, die unterschiedlich viel Pollution, also Verschmutzung, generieren. Die sieht man auf M, aber es gibt ein Tastenkürzel, was ich mir jetzt nicht rausgesucht habe, wo man dann hier so einen roten Kreis oder so rote Bereiche sieht, in denen die Luftverschmutzung sich ausbreitet. Ja, die wird immer größer, je nachdem wie viel Elektrizität und alles man baut und wie gesagt, es gibt verschiedene Stromarten. Man fängt an mit Kohleenergie, was wir gerade hier hatten. Dann kommt Steam-Energie, also Dampf. Dann gibt es es gibt Atomenergie, es gibt Solarenergie und so weiter. Ich habe das Spiel schon ein bisschen her, als ich gespielt habe, vor, ich glaube, einem Jahr oder so, oder anderthalb Jahren vielleicht sogar, bin ich mir nicht ganz sicher. Seitdem ist natürlich eine Menge dazugekommen. Wer weiß, was es noch alles so gibt. Auf jeden Fall gibt es hier einen roten Bereich, der sich immer weiter in irgendwelche Richtungen ausdehnt. Und wenn wir wenn dieser Bereich auf eine gegnerische Basis stößt, die Welt ist, glaube ich, sogar noch größer als das hier. Ich glaube, fast unendlich. Nicht mehr, aber jetzt nicht sicher. Dann greifen uns diese Gegner an, weil die haben keinen Bock, dass wir deren Planeten zerstören. Wir beuten die Ressourcen hier im Endeffekt ja nur aus, sind halt so Assis und wollen hier weg. Ja? Die greifen uns dann an, dauerhaft, die respawnen, wenn wir die kaputt haben. Da müssen wir uns auch gegen verteidigen über Mauern mit automatischen Geschützen. Wir können selbst eine Mech-Rüstung irgendwann tragen, können Flammenwerfer, Raketenwerfer, alles Mögliche haben, dass wir selbst auch in den Kampf gehen. Man kann ein Buggy oder Fahrzeuge, Panzer haben, mit denen man fertig schießen kann. Also da ist auch an militärischer Macht, ist auch in diesem Spiel, ne, dafür ist auch gesorgt. Ja, und die greifen uns dauerhaft an. Wir können die Nester von denen, wo die herkommen, zerstören. Ist aber nicht so einfach. Die sind schon nicht ganz ohne. Und unterschiedlich schwer auch tatsächlich. Es gibt Stufe 1, 2 und 3 oder so. Und und rein theoretisch, in so einem kleinen Bereich ist es noch ganz einfach. Aber man muss sich vorstellen, das ist ja ein Kreis, der sich immer weiter ausdehnt. Und wenn der irgendwann mal hier ist, können wir gar nicht hier die ganzen einzelnen Nester platt machen. Das bedeutet, irgendwann müssen wir uns krass verteidigen können gegen die. Und
könnte ich mir darauf setzen, dass wir dann die Nester kaputt machen. Ich bin ein bisschen erkältet, Entschuldigung. So, wir gehen zurück. Der läuft noch. Okay, ich erzähle weiter. Wie gesagt, erforschen hat man ja gesehen auf T. Man kann hier bauen. Es gibt hier sind die Fließbänder. Die kosten Eisenplatten und Zahnräder. Wenn ich jetzt hier draufklicke, ich habe nur Eisenplatten in meinem Inventar. Und der baut automatisch das, was ich brauche, wenn ich es im Inventar habe. Also ich bräuchte eine Eisenplatte und ein Zahnrad. Wenn ich hier draufklicke, würde der also erst das Zahnrad bauen. Das ist hier. Ein Zahnrad kostet, oder zwei Zahnräder kosten zwei Eisenplatten. Oder zwei kosten eine Eisenplatte oder so. Oder eins kostet zwei. Ich bin mir jetzt nicht sicher, egal wie das hier jetzt gemacht ist. Aber der baut das dann automatisch, das, was man dazu braucht. Man sieht es hier. Weiße Schrift hat man im Inventar und gelbe Schrift würde gebaut werden für mich. Noch zusätzlich. So, okay. Dann müssten wir jetzt erstmal ein bisschen Ressourcen farmen. Na? Wir haben hier noch einen Schmelzofen. Da könnte man jetzt zum Beispiel Eisen reinpacken, um Eisenplatten zu kriegen. Das geht natürlich unendlich weiter, was man dann halt noch so alles bauen kann später. Man muss natürlich, wie gesagt, erstmal Sachen erforschen. Wir bräuchten erstmal so ein Teil. Dafür bräuchten wir Eisen. Brauchten wir Eisenplatten. Bedeutet, wir müssen am Anfang erstmal manuell ein paar Eisenplatten farmen. Und auch ein bisschen Steine farmen. Das können wir gleich mal machen. So, ich kann ja mal... ich muss überlegen, wie ich das mache. So, laufe hier die Fließbänder lang. Dann könnte ich entweder hier die Produktion machen. Ne, ich werde die hier unten machen wahrscheinlich. Okay, bedeutet, ich stelle rein theoretisch mal den Schmelzofen einfach mal hier hin. Da habe ich einen Kohle noch, Gott sei Dank, über. Und der kann mal kurz Eisenplatten machen. Und ich werde mal kurz suchen, wo haben wir denn Stein? Wir haben hier weit, weit, weit weg Stein. Okay, das machen wir anders. Ich farm noch mal ein bisschen manuell Kohle. Das ist leider das Blöde. Am Anfang muss man das manuell machen. Aber es geht ja darum, dass man einen Fortschritt sieht. Ja, man denkt sich irgendwann, ey, weißt du noch, wie ich damals den Scheiß mit der Hand abgebaut habe? Und jetzt stehe ich nur noch an der Kiste und warte, wie der Scheiß reinrieselt. So weit werden wir wahrscheinlich kommen, dass uns die Sachen in die Kiste geliefert werden. Später müssen wir auch nicht mehr hier manuell draufklicken und die Sachen selbstständig bauen. Es gibt... Ne, war es doch hier. Es gibt solche Sachen, Montagemaschinen 1, die gehen auch noch höher mit 1, 2 und 3. Dann kann man mehrere Komponenten reinpacken und die... bauen, da kann man auswählen, was die bauen sollen. Da müssen die Materialien reinfließen, über Fließbänder und Greifarme und dann werden die Sachen gebaut, sodass man Sachen in Massen bauen kann, die man braucht, zum Beispiel Fließbänder. Oder wenn ich jetzt ganz viele von diesen Dingern hier herstellen will, zum Beispiel. Das ist so das Erste, wo man die wahrscheinlich relativ schnell braucht, diese Montagemaschinen. Da müsste ich Kupferplatten und Eisenzahnräder für haben, um die herstellen zu können. Bedeutet, ich lasse Kupfer Fließband mit Kupferplatten dahin gehen und ein Fließband mit Eisenzahnräder. Eisenzahnräder muss man herstellen, die werden nicht irgendwie im Ofen gemacht und sowas. Die muss man also theoretisch manuell hier herstellen und dafür bräuchten wir die Montagemaschine, um das automatisch passieren zu lassen. Dann müsste also zu dieser, es ist ein bisschen viel am Anfang, ich weiß, es ist auch nicht ganz einfach so, das alles zu optimieren. Deswegen muss man sich ein klein wenig reinfuchsen. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja. So, ich brauche die Eisenplatten und kann jetzt immer noch nicht. Ich brauche einen Schmelzofen. Okay, alles klar, gar kein Problem. Wir laufen mal ein bisschen. Boah, dann haben wir aber echt Pech, dass der erste Feld an Steinen so weit weg ist. Tatsächlich. Wir nehmen noch ein bisschen Holz mit hier. Ist auch der Weg ein bisschen besser begehbar. So, jetzt nehmen wir ein bisschen Stein. Ein bisschen brauchen wir 5, glaube ich. Und dann können wir einen so... Echt jetzt? Jetzt ist das Teil kaputt gegangen, ich fasse es nicht. So, so. Man sieht unten links, wie die bauen. Aber das ist kein Multi... der unterstützt kein Multi-Screening. Blöde Ding. So, dann können wir den jetzt hier hinstellen. Die Kiste davor und packen die Kohle rein. Und, sehen jetzt zu, wie der uns Dings gemacht. Ich hätte jetzt eigentlich erstmal noch ein bisschen manuell Dings gefarmt, aber ich brauche Eisenplatten. Ganz viele Eisenplatten. Ganz viel ist gut gesagt. Jetzt haben wir ein Problem. Ich, Idiot, muss jetzt so farmen.
Das ist nicht gut. Zwei Stück, um genau zu sein, brauche ich davon. Glaube ich. Wir müssen nämlich eine neue Spitzhacke herstellen. Das ist ein bisschen laut bestimmt gerade. Dauert jetzt ein bisschen. So. Kann ja in der Zeit, also das mit den Gegnern wird wahrscheinlich eh noch ein bisschen dauern, sofern wir nicht manuell die irgendwie suchen. Ich habe auf der Karte gerade gesehen, die sind gerade nicht exakt neben uns gespawnt. Ah, macht das schon mal. Oh, hier noch ein. Ich glaube, man bräuchte zwei Eisenplatten, um eine Spitzhacke herzustellen. Letztes Mal hatte ich nicht die Probleme mit den Spitzhacken. Da habe ich aber auch aus Versehen direkt zwei Stück hergestellt. Mag daran liegen. Aber naja. Boah, ich bin doch vollkommen blöd. Ich habe hier doch Kohle drin. Da. Ich meine, die kann ich einfach hier wieder reinpacken, damit der weiterfarmt. Was für Quatsch. So, weiter. Wofür habe ich denn so eine blöde Kohlemaschine gebaut? Die lässt sich auch relativ leicht selbst versorgen, sodass sie autark läuft. Das kann ich gleich, also nicht jetzt, das dauert leider noch ein bisschen. Kann ich das mal zeigen? Ne, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen Eisenstangen? Wo sind denn Eisenstangen? Hier, die kosten auch Eisenplatten. Okay, Scheiße. Bedeutet, wir brauchen noch mehr Eisen. Wir brauchen nochmal drei Eisen. Oh Gott, nicht so smart gewesen von mir. Ich könnte natürlich jetzt auch den, das Kohleding abbauen können. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das auch so lange dauert, wenn ich kein, Dings hab. Ich guck mal. Wenn das schnell geht, bauen wir das kurz ab. Ja, das geht relativ schnell. So, die Kohle kriegen wir wieder. Ups. Und stellen den mal kurz dahin und bauen noch eine Kiste, die wir da vorstellen. So, das geht ein bisschen schneller mit dem Eisen. Wie man hier sieht, da ist der Fortschrittsbalken jedes Mal. Und dann haben wir auch schon unsere drei Eisen. So. Genug Kohle haben wir ja, sagen wir mal, vorerst. Ich kann ja mal in der Zeit schon mal den Stein abholen. Ist eine ganz gute Idee. Ja, man kann ein bisschen rauszoomen. Hier wäre auch ein geiler Platz gewesen. Da haben wir die drei wichtigen Anfangsmaterialien relativ fix beieinander. So, der kann gerne noch ein bisschen farmen mit dem Rest Kohle, den er hat. 50 Steine reichen erstmal für den Anfang. Sollten es zumindest. Was ist das denn hier für ein komisches Gras? Keine Ahnung. So. Rein theoretisch könnten wir jetzt, sobald wir wieder ein bisschen Eisen haben, noch ein paar von den befeuerten Erzförderer bauen. Hier sind zum Beispiel elektrische als Beispiel, die kann man theoretisch schon bauen. Aber wir haben noch keine Elektrizität, worum ich mich so bald wie möglich kümmern werde. Hier an diesem See, nämlich wir fangen an mit Steam-Energie. Brauch Kohle. 29 müsste genügen. So. Wie viel brauchen wir? 5? Guck mal, jetzt haben wir 5. Ne, 6 brauchten wir tatsächlich. So. Ne? Zahnräder kosten 2. Okay, dann brauchen wir 9. Jetzt aber. So, jetzt können wir noch einen Erzförderer bauen. Mein Gott. Den benutzen wir dann, packen wir dann zu der Kohle nochmal hin. So. Stell her, wir haben ja jetzt erstmal überall halbwegs genug drin. Und jetzt müssen wir Eisen erstmal ein bisschen herstellen. Das ist wichtig. Sobald wir genug Eisen haben, können wir anfangen, eine Eisenproduktion aufzustellen, um dauerhaft diese Eisenplatten hier zu machen. Bedeutet, wir werden hier ein paar hinstellen. Dann werden die Greifarme die Sachen auf die Fließbänder packen. Ja, und dann werden sich auf der anderen Seite Greifarme, die wieder runternehmen und in die Schmelzöfen packen, die auf dann wieder auf der anderen Seite, wo wir dann langsam Energie bräuchten, rein theoretisch, haben wir aber noch nicht, deswegen müssen wir noch ein bisschen laufen, immer von Kohle hin und her,
Das, werden wir dann in Schmelzöfen, Schmelzöfen wieder raus, auf dem Fließband, in eine Kiste laufend, und dann haben wir eine Kiste mit einer dauerhaften Autarken rein, theoretisch, sobald ich eine Energie habe. Ich könnte es auch so machen, dass da Fließbänder mit Kohle langlaufen, wo sich die Greifarme immer wieder bedienen. Die füllen sich selber nach. Kann ich gleich mal zeigen hier, wenn ich hier so eine autarke Kohleproduktion machen werde in der nächsten Folge. Hätte ich mal zeigen, dass sich Greifarme zum Beispiel selbst versorgen. Die nehmen sich dann immer erstmal zwei, drei Kohle weg und packen dann die Kohle aufs Fließband. Und dann, wenn sie kurz bevor sie leer sind, nehmen sie sich wieder welche weg und so weiter. So. Und das werden wir dann hier machen. Das kriegen wir nächste Folge hoffentlich hin von der Zeit. Hier eine autarke Quelle und hier eine nicht autarke Produktion, da wir die, denke ich mal, am Anfang nicht mit einem extra Fließband mit Kohle befeuern werden. Zumindest, ich sag mal, nicht alles. Also wir machen was, aber auf jeden Fall die hinter denen, die nach den Schmelzöfen kommen, die das nur auf das Transportband packen, die werden nicht mit Kohle funktionieren, glaube ich. Das müssen wir anders regeln. Das kriegen wir aber hin. Gar kein Problem. Ich mach das schon. Ich muss halt nur logistisch planen, auf welcher Seite die Kohle langläuft. Aber das machen wir nächste Folge. Wir machen nämlich jetzt hier Schluss. Vorerst. Also vorerst. Ich nehme jetzt noch eine nächste Folge auf. Und wie gesagt, in der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir eine Eisenproduktion hinkriegen und eine autarke Kohleproduktion. Und dann müssten wir uns Ich glaube, dafür bräuchten wir die ganze Folge fast. Da müssten wir uns nämlich auf die Kupferproduktion fokussieren, um dann Strom herzustellen. Und sobald wir Strom haben, wird das mit anderen Greifarmen alles funktionieren, außer die, wo direkt Kohle dran ist, weil es ein bisschen billiger von Stromverbrauch her ist, weil man hat ja auch ein bisschen Stromverbrauch. Und das wird es quasi dann auch schon fast gewesen sein. Viel mehr wollte ich gar nicht zeigen. Um ins Mid-Late-Game zu kommen, wo es dann wirklich interessant wird mit Optimieren und so, das dauert noch ein bisschen, also sehr lange, vor allen Dingen, wenn es dann anfängt mit Ölproduktion und Polymeren und so ein ganzen Blödsinn, wenn man anfängt, Gummi und sowas. Ach, das ist mit mehreren Auslaufkanälen, wenn das alles keine feste Ressource mehr ist im Endeffekt, die man in der Kiste lagern kann, sondern alles nur noch eine Flüssigkeit, die irgendwie entweder in Tanks gelagert wird, was aber gar nicht so einfach ist, oder die irgendwo in irgendwelchen Rohren hängt und die man dauerhaft dann abpumpen muss, wenn die Sachen volllaufen und so ein ganzer Quatsch. Da wird es dann schon, komme ich dann nicht an mein Limit, sag ich mal, aber dann braucht man länger, um das Ganze zu überschauen, weil man braucht echt an irgendeiner Montagemaschine muss dann Öl ankommen, ja, Flüssigkeit, die aus fünf verschiedenen Sachen hergestellt wird. Diese fünf Sachen werden auch aus fünf verschiedenen Sachen hergestellt, die wiederum von anderen Sachen hergepumpt werden. Und das ist dann, wie gesagt, nur die eine Ressource, die an dieser Montagemaschine ankommen muss. Das ist dann schon, da muss man ein bisschen nachdenken und ein bisschen planen, wie man das baut und alles, damit das auch rein theoretisch, weil da sollte man schon eine Festung haben. Da wird man nämlich schon viel angegriffen. Weil man dann, dann muss man mit dem Platz gucken auch, ne? Klar kann man immer wieder erweitern, aber man will die Mauer, die man gebaut hat, ja auch nicht unbedingt immer direkt abreißen. Dann geht's auch ins Optimieren langsam. Das würde aber 15 Stunden dauern oder so. Und so weit wollten wir nicht spielen hier. Ich, wie gesagt, will nur irgendwie 2 Stunden oder so spielen. Mal schauen, ein bisschen länger. Ich würde, wie gesagt, 3 Folgen. Aber umso mehr ich rede, umso länger dauert es. Deswegen bis zum nächsten Mal. Wir gucken, was wir nächstes Mal schaffen. Bis dahin, würde ich sagen, ich bin raus. Tschüssi.